Willkommen zu meinem Lesemonat September Bücher. Ich habe es insgesamt geschafft, tatsächlich 8 Bücher zu lesen, von denen ich 3 Stück aus der Bücher gehört habe. Ja, und den Rest gelesen habe. Und ja, ich fange einfach mal an mit dem Buch, was ich mich so ein bisschen in die Nähe einer Leseflaute gebracht hat. Und zwar Chain of Songs von Cassandra Clare. Das ist der dritte Band der Last Hour-Reihe. Ja, das Ganze ist ein Whopper, wie man es nicht anders gewöhnt ist von Cassandra Clare. Ja, die Last Hour-Reihe spielt ja zeitlich nach der Clockwork-Reihe, also der Infernal Devices-Reihe und vor der, der ursprünglichen ersten Shadowhunter-Reihe. Ist ein Name jetzt entfallen, ist mein Gott. Geistige Aussetzer. Egal, wie auch immer. Ja, was dieses Buch. Gott sei Dank ist der Monat schon fast vorbei und ich habe es tatsächlich am Anfang des Monats beendet. Ich habe schon viele negative Gedanken dazu schon wieder verdrängt. Also tatsächlich hat mir das von der ganzen Reihe mit am schlechtesten gefallen. Muss ich ehrlicherweise sagen. Ich musste mich auch richtig durchquälen. Also Cassandra Clare hat ja sowieso in ihren Reihen immer einen sehr starken Fokus auf den Charakteren und nicht so unbedingt auf den Plot und schon gar nicht auf den Bösewichten. Das hat man auch bei der Reihe wieder gemerkt. Ich fand den Bösewicht halt, der ist einfach nur da und böse und das war es so ungefähr. Also das hat eh schon mal ein bisschen mehr und dann fand ich halt, storytechnisch ging es ja auch so gar nicht voran. Also hier war wirklich total irgendwie der Konflikt zwischen den Charakteren im Vordergrund. Und da muss ich sagen, dass auch der nicht so gut war in diesem Buch. Zum einen haben wir den Konflikt, den es schon von ganz am Anfang gab, zwischen James und Cordelia, genau. Ja, der, wie ich finde, eigentlich schon im zweiten Band mehr oder minder gelöst war und sich hier im dritten Band eigentlich nur so ein bisschen wie so ein episch langer Epilog angefühlt hat. Also ich fand, dass im zweiten Band sind halt einige Plotwendungen passiert, die so ein bisschen spannender waren. Und jetzt im dritten Band war man so, ja, wir müssen uns jetzt noch irgendwas aus den Fingern saugen, um die Geschichte, um noch einen ganzen Band zu füllen. Und ja, dann war da halt irgendwie so, also eigentlich waren die Probleme gelöst, aber dadurch, dass man einfach nicht miteinander geredet hat, wusste keiner vom anderen, dass das Problem eigentlich gelöst war und man wollte es aber auch nicht sagen und hat einfach vor sich hin vegetiert. Grundlos, sinnlos. Und dann saß man daneben und so. Also das war echt nicht so gut von der Geschichte her. Also ich finde ja sowieso schon mal das fand ich ja auch schon bei New Adult immer sehr schwierig, wenn einfach die einzige Konflikt im Buch dadurch entsteht, dass die Protagonisten nicht miteinander reden und jeweils der andere vom anderen was völlig anderes annimmt. Also die Hauptprotagonistin denkt die ganze Zeit, er liebt mich nicht, aber ich sage ihm auch nicht, dass ich ihn liebe und ich frage ihn auch lieber nicht, weil dann weiß ich ja nicht, ob er mich liebt und dann kann ich weiter davon ausgehen, dass er mich nicht liebt. Und der Typ dann auch, ich liebe sie eigentlich, aber ich sage sie auch nicht und ich frage sie auch nicht, ob sie mich liebt, weil dann kann ich mir immer noch einreden, sie liebt mich nicht. Und du stehst halt nur da und denkst dir so, ja, aber eigentlich liebt ihr euch beide und wenn ihr einfach das sagen würdet, dann wäre die Geschichte zu Ende und es gibt kein Problem. Und das war hier auch extrem der Fall und ich habe nicht mehr, gar nicht mehr. Zum Ende hin wurde dann halt, gab es halt so ein bisschen mehr Story noch und dann wird halt der Bösewicht halt auch bekämpft und besiegt, wie auch immer. Aber davor, die ersten 400 Seiten, einfach überflüssig. Nennen wir es, wie es ist. Und ich habe da ewig dran. Ich habe da bestimmt den halben August und noch die erste Woche des Septembers dran rumgelesen, weil ich einfach nicht durchkam. Ich habe da zwischendurch halt auch in meinem Urlaub halt auch sehr viel Manga gelesen. Einfach weil ich zwischendurch irgendwie eine Geschichte brauchte, die vorangekommen ist. Innerhalb von 120 Seiten. Und das ist hier halt gar nicht passiert. Ich musste mich echt immer so dazu
zwingen, das Buch weiterzulesen. Und das ist wirklich, wirklich schlimm. Und das sind so Kandidaten, wo ich eigentlich so in so Leseflauten reingerate. Nichtsdestotrotz habe ich es halt irgendwann geschafft und bin froh, dass ich die Reihe beendet habe und dass Cassandra Clare dann noch nichts Neues veröffentlicht hat in der Reihe. Wobei ich die Magnus Bane-Reihe, die würde ich auf jeden Fall den dritten Band noch gerne lesen. Aber ansonsten brauche ich jetzt auch erstmal eine Pause von den Chapier-Kollegen. Also ich muss sagen, also wer schon bei The Dark Artificials Probleme hatte, das war ja auch schon sehr... Da waren die Bände eigentlich auch schon mal zu dick. Aber da gab es auch 1000 Charaktere und da waren halt die Charakterentwicklung auch immer sehr im Vordergrund. Aber das war hier bei The Last Hour noch schlimmer, finde ich. Ja, und danach musste ich dann irgendwas lesen, was mich dann nach Möglichkeit außer dieses Blaute wieder rausgeholt hatte. Was dieses Buch natürlich auch geschafft hat, und zwar The Girl Who Fell Beneath the Sea von Axie O. Zum einen ist es ein relativ dünnes Buch, es ist ein Einzelband, es ist zwar auch ein Fantasy-Buch, aber es geht halt nur um asiatische Fantasy. Und ja, das hat dann danach gelesen, weil ich was anderes brauchte. Und ja, hier fand ich es zum Beispiel auch sehr, sehr gut, trotz der 350 Seiten, die das Buch noch hat, sind wir mit der Geschichte gut vorangekommen, es ist immer was passiert, ohne jetzt irgendwie, dass man nichts verstanden hätte oder dass man nichts von der Welt gesehen hätte. Also das fand ich sehr gut gestaltet. Ja, und da geht es tatsächlich um ein Mädel, das, ja, also eigentlich geht es um ein Volk, das irgendwie am Meer lebt und die also von Stürmen und so heimgesucht wird, und die opfern halt jedes Jahr ein hübsches Mädchen nach Möglichkeit aus ihrem Dorf oder den benachbarten Dörfern den Seegott, in der Hoffnung, dass der halt die Stürme einschränkt und ja, denen halt ein gutes Leben, wie auch immer, dann ermöglicht. Und ja, und dieses Jahr ist eigentlich ein Mädel vorgesehen, in das aber der Bruder unserer Hauptprotagonistin verliebt ist, und dann versucht unsere Hauptprotagonistin das Mädel quasi zu retten und wird dann statt ihr geopfert und geht dann in dieses Geisterreich unter dem Meer. Ja, da trifft sie dann halt auf den Seegott, beziehungsweise Meeresgott und andere Götter und Geister. Und ich fand halt diese Welt da unter Wasser halt sehr spannend. Ich fand auch diese Geschichte cool und was so dahinter steckte, fand ich wirklich, wirklich echt nicht schlecht. Kann ich definitiv weiterempfehlen, ist jetzt auch auf Deutsch erschienen mittlerweile schon. Ich habe das Buch auch irgendwie schon eine Ewigkeit. Ja, das Cover ist wunderschön und wie gesagt, es ist ein Einzelband. Ich hoffe, es bleibt auch so. Also, kann ich definitiv empfehlen. Hat von mir auch wieder 4 Sterne. Also 4 Sterne waren so meine Highlight-Bücher. Und danach habe ich gedacht, muss ich jetzt mal irgendeine von meinen Reihen auch mal beenden. Und zwar habe ich dann eine auch meine subverweilende Reihe beendet, und zwar Godspeed von Bess Revis, die Ankunft. Ja, das war der dritte Band der Reihe. Ich hatte den zweiten Band nachdem ich den ersten Band irgendwie so 2017 gelesen habe, oder 16 oder wie auch immer, dann im August. Irgendwann habe ich den zweiten Band halt gelesen. Eigentlich mit der Prämisse, wenn es, dass ich halt es einfach versuchen werde, und wenn es nicht klappt, dann sortiere ich die Sache aus. War da aber tatsächlich so begeistert, dass ich das, was ich mit Spaß zu Ende gelesen habe. Und dann habe ich auch den dritten Mal gelesen. Und ich muss diese Reihe sagen, also es ist eine Jugendbuch-Sci-Fi-Reihe, in der es um ein Mädel geht, das halt tiefgefroren auf einem Raumschiff sich befindet und mit ihren Eltern und den anderen tiefgefroren halt auf einen weit entfernten Planeten sozusagen geschickt wird. Der ist halt irgendwie so ein paar hundert Jahre weg. Und sie wird halt frühzeitig aufgetaut, bevor dieser Planet halt erreicht wurde, und auch ein bisschen außerplanmäßig. Und auf diesem Schiff befinden sich aber auch noch eine Bevölkerung, die dieses Schiff quasi hegt und pflegt und die sich dann halt über mehrere Generationen dort schon befindet und dann ihre eigene Gesellschaftsform sozusagen aufgebaut hat. Thema war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, und was ich der Reihe auch zugute halten muss, es gibt zwar eine Liebesgeschichte, aber die ist für sich nicht so mega im Vordergrund, wie es bei manchen Jugendbüchern ja so ist. Und es passiert halt immer was. Es ist eine sehr actionreiche Geschichte. Man hat kaum ein Kapitel, was nicht auf eigentlich irgendeinen dramatischen Cliffhanger endet.
Und da ist immer was los. Also hier wird es tatsächlich nie langweilig. Es passiert auch noch viel mehr über diese Geschichte des ersten Bandes hinaus. Auch viel, mit dem ich auch gar nicht mehr gerechnet hätte, ehrlicherweise. Also da ist echt eine große Geschichte aufgemacht worden. Also das war auch, der zweite Band war auch gar nicht so irgendwie so ein Füllerband, irgendwie so wie das häufig bei Trilogien, da ist noch nichts passiert. Und der war halt auch schon extrem spannend. Und auch der dritte Band fand ich sehr cool. Ich fand auch das Ende fand ich gut. Ja, war also sehr unerwartet. Aber trotzdem irgendwie cool. Was war nochmal eine andere Wendung, mit der man jetzt auch wieder nicht gerechnet hat. Also hier waren tatsächlich einige Überraschungen in den Büchern vorhanden. Deswegen kann ich die Reihe definitiv empfehlen, auch wenn die schon ein bisschen älter ist. Aber und die Cover eigentlich ziemlich hässlich sind. Aber deswegen, da kriegt man auch älter rein, kriegt man ja auch günstiger. Und hat da auch sehr viel Spaß dran. Also ich zumindest. Ja, damit habe ich tatsächlich auch mal eine, nee, sogar die zweite Reihe schon beendet, weil Chain of Thorns war ja auch ein Reihenabschluss. Und dann habe ich noch mein Sub-Challenge-Buch gelesen. Und zwar Alles, was ich sehe von Marcy Lynn Curtis. Das war ja auch ein Einzelband aus dem Königskinder Verlag, wo es um ein Mädel geht, das tatsächlich erblindet ist vor nicht allzu langer Zeit. Und dann, ja, beim... Ach, was eigentlich? Ja, bei einem Termin. bei einem Bewährungshelfer. Ich weiß nicht genau, ob sich das so nennt, aber... ja, da stürzt sie halt, schlägt sich den Kopf an und als sie dann aufblickt, sieht sie Ben. Ach, das ist ein kleiner Junge. Aber sie sieht nur Ben und ein bisschen was um Ben herum und den Rest halt nicht. Und dann versucht sie der ganzen Sache auf den Grund zu gehen und warum sie Ben sieht und warum anders nicht. Und ja, das Ganze ist natürlich nur der Aufhänger, um dann halt sozusagen ihre Probleme mit ihrer zugegebenermaßen neuen Blindheit zu diskutieren. Ihr Problem mit Freunden, ihr Problem mit Eltern, ihr Problem mit der ersten Liebe. Ja, es ist tatsächlich gar nicht mal so düster, wie man befürchten könnte. Also das waren zumindest meine Befürchtungen, weil die Königskinder Verlagsbücher sind ja, also die Geschichten sind ja häufiger doch ein bisschen, ja, schwerer und düsterer vom Thema her. Also hier ist auch schwierige Themen drin, aber ich finde es eigentlich ganz lustig so zwischendurch, weil auch unsere Hauptprotagonistin ganz, ganz unterhaltsam ist. Und ja, hat mir sehr gut gefallen, hat auch 4 Sterne bekommen. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Jetzt habe ich auch tatsächlich gar nicht mehr so viele Bücher vom Kinderverlag auf meinen Sub. Ich glaube nur 3. So. Ja, dann habe ich... Achso, dann kommen wir mal zu den Hörbüchern, bevor ich zu den letzten Büchern komme. Und zwar habe ich noch gehört Keeper of the Lost Cities Band 1 und Band 2 als Hörbuch. Ja, die gab es tatsächlich reduziert bei Audible. Und ich wollte da eh mal reinhören. Und ja, die Bücher werden halt auch immer fetter. Und es gibt mittlerweile schon 8 oder 9. Und da ich gedacht, okay, versuche ich das einfach mal als Hörbuch. Und da bin ich auf jeden Fall gut mitgefahren. Ich glaube, es wird auch irgendwie, ist das von David Nathan, also von einem bekannten Hörbuchsprecher gesprochen, auch sehr gut. Deswegen kann ich das definitiv empfehlen. Ja. Da geht es um ein Mädel, Sophie, ist sie Sophie? Ich glaube Sophie, die bei einem Klassenausflug einen sehr merkwürdigen Jungen trifft, bei dem sich dann herausstellt, dass er ein Elf ist und er nimmt sie dann in die Elfenwelt mit, weil sie auch ein Elf ist. Und ja, dann lernen wir halt mit ihr zusammen so ein bisschen was über die Elfenwelt kennen, über die Geflogenheiten dort. Dann geht sie auch auf eine Schule, eine magische Schule und ja, es gibt aber auch noch Geheimnisse, vor allen Dingen in ihrer Vergangenheit. Weil sie halt auch bei den Menschen aufgewachsen ist und die ganze Zeit nichts davon wusste, wurde sie quasi auch versteckt und sie hat auch noch besondere Fähigkeiten und ganz viele Sachen. Also es hat tatsächlich so ein bisschen Harry Potter-Vibe, so vom Feeling, von der Geschichte her, einfach auch mit den ganzen magischen Details und ja, dass sie halt auch so eine, ja, ein bisschen Außenseiterin ist, weil sie halt anders als die anderen Elfen halt in der Menschenwelt aufgewachsen ist und damit halt mit den normalen Geflogenheiten halt nicht so klarkommt. Und aber trotzdem natürlich irgendwie was ganz Besonderes ist. Special Schnurflake halt. Also halt eben bei Harry irgendwie. Und deshalb, ja, gibt es halt so ein bisschen Harry Potter Vibes. An sich ist das aber jetzt nicht irgendwie so 1:1 die Zaubererwelt halt abgekupfert oder sowas. Also da hören die Parallelen dann auf.
Ich finde auch die Welt, die halt aufgemacht wurde, sehr, sehr schön. Und es passiert auch immer was. Die Story geht auch sehr flott voran, ist auch sehr unterhaltsam. Und werde ich auf jeden Fall noch weiter fortführen. Wie gesagt, ich habe Band 1 mal 2 gehört. Kann ich dir empfehlen. Und dann mein letztes Hörbuch, was ich dann gehört habe, war von Nicolas Barreau, Das Café der kleinen Wunder. Das habe ich auch als Buch hier, weil ich das Buch tatsächlich irgendwie im Kinoverkauf bei der Bibliothek gefunden habe. Da hatte ich das Hörbuch aber auch schon, ich war schon eine ganze Weile. Ja, und deswegen habe ich gedacht, hör dir jetzt das Hörbuch an. Auch das war nicht schlecht vertont. Ja, hier geht es hier wieder um ein Mädel Nelly heißt sie, die ja eigentlich in ihren Professor verknallt ist, aber es ist halt so eine unerwiderte Liebe. Und ja, dann flieht sie aus Gründen irgendwann von Paris nach Venedig und trifft dann natürlich auf einen anderen jungen Mann. Also das ist jetzt nicht die allerneueste Geschichte vom Neuesten. Es ist halt eine Liebesgeschichte. Was hier halt immer ganz gut ist, jetzt hier war es sogar so, dass wir halt nicht nur von Paris gesehen haben, sondern auch von Venedig. Also das kann man auch sehr gut als Sightseeing-Guide benutzen. Ja, und die Nebencharaktere, die finde ich eigentlich auch ganz knuffig. Auch hier wurden auch wieder so ein bisschen die Hintergrundgeschichten von zum Beispiel ihrer Großmutter erzählt. Und ja, das finde ich halt auch mal sehr knuffig. Außerdem sind die Bücher halt auch nicht so dick. Kann ich definitiv weiterempfehlen. Ist vielleicht nicht mein allerliebstes Buch von Nicolas Barreau gewesen, aber war auch wieder solide Geschichte, würde ich einfach mal sagen. Und ja, werde auf jeden Fall wahrscheinlich noch weitere Bücher von ihm lesen. Und dann kommen wir zum letzten Buch, was ich dann wieder gelesen habe. Und zwar habe ich dann noch was locker Leichtes gebraucht. Und zwar True Crown, Der Mantel des Elfenlords von Olivia Edwarder, der zweite Band der Reihe und auch eine Reihenfortsetzung. Hey. Und ja, das sind ja diese Bücher, die in der ersten Auflage diesen sehr, sehr schönen Farbschnitt haben, regulärerweise. Ja, das Ganze ist halt so eine Mischung aus Fantasy und Regency-Liebesroman-mäßig, aber ich fand tatsächlich, gerade jetzt in dem Band ist mir so aufgefallen, dass das sehr zwar in der Vergangenheit spielt, aber die Einstellungen und Ansichten der wahrscheinlich auch der Autorin, aber der Protagonisten halt auch sehr modern waren. Finde ich auch sehr gut. Also man muss jetzt nicht mehr, ja, auch wenn die Geschichten der Vergangenheit spielen, muss man jetzt das nicht mehr so schreiben als mit den Ansichten und Wertvorstellungen der damaligen Zeit, würde ich einfach mal so behaupten. Man kann das durchaus auch kritisch anmerken, dass vor allen Dingen jetzt in dem Band auch darauf eingegeben wird, dass das Dienstpersonal zu der Zeit halt nicht besonders gut behandelt wurde, häufig. Und ja, da legt sie halt auch nochmal Wert drauf. Es wird auch nochmal in ihrer Danksagung erwähnt. Finde ich wirklich nicht schlecht. Ja, und ansonsten geht es natürlich wieder um einen Elfen, um unsere Protagonistin, die natürlich auch noch ein paar magische Fähigkeiten hat. Und generell halt um, also unsere Protagonistin ist ein Dienstmädchen und wird halt sehr schlecht behandelt und ja, geht dann einen Handel mit einem Elfenlord ein, in der Hoffnung, dass sie halt ihren Traummann sozusagen ja, zu ihr überreden kann, nennen wir es mal so. Ja. Ist sehr knuffig, ist halt auch nicht so dick, ist halt nicht so langwierig, man kann das sehr locker schnell durchlesen. Ich bin mit dem Ende auch sehr einverstanden gewesen und ich fand das auch sehr gut. Ja, dass bestimmte Plotwendungen dann nicht passiert sind. Nennen wir es mal so. Und halt die Ausgangsstory ist, unsere Protagonistin halt wirklich ein Dienstmädchen ist und auch gar nicht irgendwie eine versteckte, hochgeborene Adlige oder sonst irgendwas. Fand ich großartig. Ja. Hat bei mir 4 Sterne bekommen, deswegen habe es dann auch noch beendet bekommen, weil es mich halt gut unterhalten hat. Und ja, das waren tatsächlich die Bücher, die ich dann gelesen habe im September. Das war gar nicht so schlecht, nachdem der Start echt so ein bisschen holprig war und ich auch gar keine Zeit hatte irgendwie. Also ich hatte keinen Urlaub und nichts. Dafür war das auf jeden Fall sehr gut. Ja, aber die Hörbücher haben mich auch da so ein bisschen drüber weggeholfen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Bücher ihr davon schon gelesen habt, wie ihr die fandet und was ihr so gelesen habt. Und
Und dann sag ich mal, schön bis zum nächsten Mal.